Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute zurück zu einem weiteren FIFA 20 Ultimate Team Trading Tipp. Ich werde euch heute ja einen Trading Tipp zeigen, mit dem ihr wirklich sehr, sehr viele Coins machen könnt, der sehr effektiv ist. Handelt sich hierbei wieder um die Team of the Season Zeit. Und heute um das Best of Team of the Season, was jetzt in den nächsten Wochen rauskommen dürfte. Und zwar wird es da auch wieder eine SBC geben, denke ich mal, so wie letztes Jahr, wo man wieder ja, ein Pack bekommt, ein Upgrade-Pack, beziehungsweise auch eventuell Player-Picks, so wie wir das die letzten Wochen gesehen haben. Und da kann man dann wirklich alle Rare-Spieler reinhauen. Das heißt, ihr könnt euch wirklich aus einer nicht so starken Liga Spieler raussuchen, die ihr euch erbieten könnt. Rare-Spieler natürlich, ja, die einfach nicht so viele Coins kosten, wie zum Beispiel jetzt hier in der türkischen Liga. Ihr seht hier, kosten die Spieler gerade mal 850 Coins, also fast gegen Abstoß, und die werden höchstwahrscheinlich, wenn es so wie letztes Jahr sein sollte, wieder benötigt werden. Das heißt, ihr könnt hier eure Chance ergreifen quasi und wirklich diese Spiele euch mitnehmen, denn diese sollte man eigentlich dazu brauchen. Denn letztes Jahr, wie gesagt, war es auch so. Natürlich kann es immer sein, dass ihr immer was anderes machen kann, aber letzten Endes muss man sagen, dass die Spieler, die wir hier mit dabei haben, die kosten ja Abstoßpreise. Also ihr könnt da wirklich nicht viel falsch machen. Erbietet euch die einfach für 757 Coins, je nachdem wie viel die wert sind. Geht auch vielleicht mal in andere Ligen, ja. Ist jetzt nur eine Beispielliga, und dann schaut auch da mal vorbei, wie es da denn so aussieht mit den Preisen. Aber ich denke, das dürfte eigentlich ganz gut sein. Wie gesagt, wir haben jetzt eigentlich so ziemlich die, ja, Top-Ligen durch. Also die nächsten Wochen müsste es eigentlich soweit sein, dass wir diese, ja, SBC bekommen werden. Von dem her lohnt es sich da wirklich meiner Meinung nach in Massen rein zu investieren und da einfach ein paar Coins mit zu chippen. Wir haben heute Abend auch normalerweise das MLS Team of the Season. Da dürfte auch nochmal eventuell, ja, da könnte man auf jeden Fall auch nochmal ein paar MLS-Spieler mitnehmen, falls man die denn benötigen sollte. Auch die seht ihr, kosten aktuell Abschlusspreis. Also da könnt ihr wirklich meiner Meinung nach nichts falsch machen. Natürlich nicht die Non-Rare mitchippen, sondern wirklich nur die Rare-Spieler. Und ja, das wäre es eigentlich auch schon soweit mit dem Trader-Tipp gewesen. Gerne natürlich einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Ganze gefallen beziehungsweise auch ja, weitergeholfen hat. Und dann würde ich sagen, ich bin raus, Jungs. Ich wünsche euch natürlich mit dieser Trading-Methode sehr, sehr viel Profit. Und dann macht es gut. Haut rein, bis zum nächsten Video. Lasst es knacken. Und ciao.